Andererseits ist es gut möglich, dass Michas überraschend konformistischer Orakelspruch nur dazu diente, diesen überaus lächerlichen Aufzug zu verspotten. Ahab und Josaphat thronten nämlich königlich gekleidet auf dem Treschplatz vor den Stadttoren von Samaria und vor ihnen blökten hunderte von Propheten wild gestikulierend ihre Weissagungen hinaus. Michas Weissagung haute alle Anwesenden vom Sockel, insbesondere aber Ahab, den König von Israel. Wie viele Male soll ich dich noch beschwören, dass du mir die Wahrheit im Namen des Ewigen reden sollst, knurrt er Micha an. Und dieser Rüffel beweist, wie wenig er in Wirklichkeit auf seine Haus- und Hofpropheten gab. Das kann nur eines bedeuten, dass er nämlich zumindest von Micha die Wahrheit erwartete. Nun schöpft der Prophet Mut und übermittelt Gottes Wort. Er sagt nicht, wer siegen wird, sondern konzentriert sich lediglich auf eine Sache. Israel werde über die Berge verstreut sein wie Schafe, die keinen Hirten, sprich Ahab wird im Krieg sterben. Ahabs Reaktion darauf ist typisch für Herrscher, die sich mit Ja-Sagern umgeben. Habe ich dir nicht gesagt, wendet er sich an Josaphat, er wird mir nichts Gutes prophezeien, sondern nur Schlechtes? Auf den Inhalt der Prophezeiung pfeift Ahab. Ihn wurmt lediglich, dass Micha ihm nicht nach dem Mund geredet hat. Wie wir im weiteren Verlauf noch sehen werden, muss ihm Michas Prophezeiung dennoch Angst eingejagt haben. Doch er tut alles, um es sich nicht anmerken zu lassen. Nach dieser Prophezeiung zieht Micha über seine Kollegen am königlichen Hof her. Er verkündet, ihre lügenhafte Weissagung sei ein Werkzeug in der Hand des Ewigen und habe nur einen Sinn und Zweck, Ahab zu überreden, dass er in den Krieg ziehe, damit er dort seinen Tod finde. Zidkia, der Sohn des Knäner, der mit den eisernen Hörnern auf dem Kopf, bleibt ihm nichts schuldig. Er marschiert auf Micha zu und verpasst ihm eine schallende Ohrfeige. Gewalt wurde also schon damals als Mittel eingesetzt, wenn es einer wagte, eine dem allgemeinen Konsens zuwiderlaufende Meinung zu äußern. Aber neben Intoleranz hatte die Zunft der notorischen Think-Positiv-Propheten noch ein anderes Motiv, Micha zu schaden. Der Mann bedeutete schlichtweg eine Bedrohung für ihr tägliches Brot. Genau daran aber zeigt sich, dass der bis dahin unbekannte Prophet Micha aus einem besonders edlen Holz geschnitzt ist. Er erweist sich als würdiger Kollege der großen Propheten Jeremia, Amos und Elia, die ihrerseits vom Regime verfolgt wurden und für ihre unkonventionellen Prognosen ihr Leben aufs Spiel setzten. Micha war mutterseelenallein unter den Hunderten von Propheten, Gefolgsmännern, Ministern und Beamten, dem schmeichlerischen Publikum von Ja-Sagern. Er wusste, dass Propheten seines Schlages ihre Weissagungen womöglich mit dem Leben bezahlen mussten. Gleichwohl, und auch trotz der großen Versuchung, eine gute Prophezeiung zu machen und seine Haut zu retten, rückt der Sohn des Jemla nicht von seiner Meinung ab. Als Ahab ihn mit der Weisung, gebt ihm zur Zehrung knapp Brot und knapp Wasser, bis ich in Frieden komme, in den Kerker werfen lässt, kontert der Prophet mutig, wenn du wirklich in Frieden wiederkehrst, hat der Ewige nicht durch mich geredet. Ahab also zieht in den Krieg. Trotz der Unerschrockenheit, die er angesichts Michas Todesprophezeiung zur Schau stellte, können wir schwarz auf weiß nachlesen, dass er Angst um sein Leben hat. Um die feindlichen Pfeile nicht auf sich zu ziehen, hat er seine Königskleider gegen unscheinbare Kriegerklamotten eingetauscht. Dennoch bewahrheitet sich Michas Prophezeiung. Ein Mann fasste in seiner Einfalt den Bogen und Ahab wird tödlich verletzt. Der Pfeil trifft genau auf die Naht in der Rüstung. Ahab zählt nicht zu den Publikumslieblingen unter den jüdischen Königen. Schließlich hatte er nicht gerade eine saubere Weste. Dennoch muss man ihm den Anstand, den er am letzten Tag seines Lebens an den Tag legte, zugutehalten. Um den Kampfgeist seiner Truppe nicht zu brechen, hielt sich der König von Israel schwer verletzt, den ganzen Tag aufrecht auf seinem Wagen an der Spitze der Kämpfer. Sein Blut ergoss sich in Strömen auf dem Boden seines Wagens, bis er schließlich in der Abenddämmerung mausetot umfiel. Es ist natürlich ärgerlich, dass der biblische Schreiber sich nicht die Mühe gemacht hat, uns zum Abschluss zu erzählen, was aus Micha wurde. So können wir über sein Ende nur Spekulationen anstellen. Was geschah, nachdem seine Prophezeiung sich bewahrheitet hatte?
wurde er hingerichtet. Oder stilisierte man ihn, der seinen Kopf im letzten Moment aus der Schlinge ziehen konnte, bei der Rückkehr in sein Dorf zum Volksheldenhof? Wurde etwa vom patriotischen Pöbel gelyncht, weil er während des Krieges die Herzen der Soldaten und des Volkes vergiftet hatte? Wenngleich über sein Ende nichts überliefert ist, als kämpferischer Prophet hat Micha einen festen Platz in unserem Herzen. Noch eins ist in diesem Zusammenhang interessant. König Ahab führte sein Leben lang einen erbitterten Kampf gegen den Propheten Elia, der ihn wegen Beleidigung der Sitten und der Gerechtigkeit anprangerte. Ausgerechnet seine letzte Auseinandersetzung führte er jedoch mit einem Anonymus. Manch einer erreicht in kürzester Zeit sein Ziel, sagen die jüdischen Weisen. Und Micha, der Sohn des Jemla, hat gezeigt, wie es geht. Das ist sozusagen noch eine harmlose Geschichte. Es gibt ganz böse hier drin. Das ist eine längere, aber sehr schön auch geschrieben. Liebe auf den ersten Blick zwischen Jakob und Rahel. Ja? Das ist ganz fein. Oder Mafia-Methoden in Karmel. Die Geschichten von David. Sehr schön. Also ich kann das nur empfehlen.